Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Ich begrüße euch herzlich zu einer offenen und freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier live unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Nathalie. Nathalie ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nathalie. Um was geht's bei dir? Und zwar mein Freund. Ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen als Köchin. Mhm. Und der hatte halt so ein paar Freunde und die Freunde sollen auf mich aufpassen. Die Freunde sollen auf dich aufpassen, weil du eine Ausbildung machst? Ja, dass ich keine Scheiße baue mit einem anderen Typen. Aber das hat mit Ausbildung nichts zu tun. Ja, aber die sollen halt auf mich aufpassen. So. Und das ist das, was mich so aufregt an ihm. Er klettert ganz schön an mir. Wenn ich weggehen möchte, darf ich nicht. Ich darf nur zu Hause bleiben. Wenn er von der Arbeit kommt, habe ich zu Hause zu sein. Wohnt ihr zusammen? Nee, wir wohnen nicht zusammen. Aber ich muss dann halt zu Hause sein, wenn er kommt. Wenn ich nicht zu Hause bin, gibt es Ärger. Also zu Hause heißt dann bei dir zu Hause oder wohnst du bei den Eltern? Das heißt, er ruft dann an oder kommt vorbei und wenn du dann nicht da... Der ruft mich an. Und wenn du nicht zu Hause bist, gibt es Ärger? Genau. Wie lange seid ihr zusammen? 10 Monate seit heute. Erst 10 Monate? Ja. Und schon solche Spiränzchen? Genau. So, und jetzt hast du eine Lehre angefangen als Köchin? Ja. Ja. Und er hat jetzt Jungs aktiviert, dass die auf dich aufpassen oder dich beobachten? Wo machen die das? Ja, da sind halt auch ein paar Freunde von denen, die machen auch Küche. Ja. Machen halt auch in der Küche und die sollen dann halt gucken, dass ich mit keinem anderen Typen rede. Ach so, dass du in der Küche nicht mit irgendeinem Koch redest oder weiß ich mit wem? Genau, ich darf gar nichts mehr bei ihm. Auch wenn ich abends rausgehen möchte, dann muss ich ihn erst fragen, ob das okay ist. Wenn ich nicht darf, dann muss ich zu Hause bleiben. Und was ist, wenn du dich da nicht dran hältst? Dann kriege ich richtig Ärger. Was heißt richtig Ärger? Ja, dann sagt er, ja, du hast gesagt, du gehst nicht raus, du hast mir das versprochen und sowas halt alles. Und das lasse ich mir nicht länger gefallen. Ist er schon mal handgreiflich geworden? Fast. Ehrlich? Fast? Ja, was heißt fast? Ja, er wollte mich hauen, aber dann kam in dem Moment zum Glück mein Bruder rein. Mhm. Ja, das ist kein Zustand, ne? Ja. Das ist kein Zustand. Du hast es ja gerade auch gesagt, das lässt du nicht mit dir machen. Nee. 10 Monate, wie hat der sich so entwickelt? War der in den ersten 2-3 Monaten normal und freundlich zu dir oder gab es da auch schon so Ansätze? Nee, da war eigentlich ganz okay halt. Da hat er dich so behandelt, wie man jemanden behandeln sollte. Mhm. Ja, und das Problem ist, ich hatte einen Schlaganfall, wo ich 3 Jahre alt war. Und er meint jetzt nur, weil ich einen Schlaganfall hatte, weil ich was am Bein habe, kann er mich anders behandeln als die anderen Mädchen. Du hast mit 3 Jahren einen Schlaganfall gehabt? Ja. Das ist ungewöhnlich, ne? Habe ich noch nie gehört. Das ist ein so kleines Kind? Gehirnhautentzündung war das. Eine was? Eine Gehirnhautentzündung. Ach so, als Folge. Also es hing miteinander zusammen. Und was ist am Bein? Ja, da zieht manchmal richtig schön und ich wurde auch schon so oft operiert und die können das nicht mehr richtig hinkriegen. Achso, du kannst nicht so ganz normal mit dem Bein dich bewegen wie mit einem gesunden Bein. Ja, ich humpel ein bisschen. Du humpelst ein bisschen und deshalb meint er was? Er meint jetzt, an dem Macker zu spielen, nur weil ich nicht vernünftig laufen kann. Das hat er mir aber auch schon oft genug gesagt. Er meinte zu mir, ich behandle dich eigentlich wie ein anderes Mädchen, aber nur weil du humpelst, meinst du, du bist was Besseres und sowas. Also so beleidigt er mich halt. Ach so. Also das ist keine besondere Rücksichtnahme, sondern er macht dich deshalb auch noch an. Genau, er macht mich sozusagen damit fertig. Nach dem Motto, du bild dir nicht ein, dass du jetzt einen Sonderstatus hast, nur weil du eine Behinderung hast oder eine leichte Behinderung. Das ist alles nicht so schlimm. Hör mal, was ist denn das für ein Typ? Ja, ich habe auch schon mal mit meiner Mutter darüber geredet. Ja. Aber ich habe jetzt nicht alles so erzählt, was er so zu mir sagt. Ich habe halt nur die Hälfte erzählt. Was war denn das Schlimmste, was er bisher zu dir gesagt hat? Das Schlimmste war, ich glaube, das sage ich jetzt lieber nicht. Halt, du Behinderte, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und das ist mir auch ganz schön
da bin ich auch zusammengebrochen bei ihm zu Hause. Ja, und dann... Aber Nathalie, frage ich dich jetzt mal ganz, ganz frei weg, warum bist du mit dem überhaupt noch zusammen? Jetzt bitte ich dich nicht zu antworten, aber ich liebe ihn doch noch. Oder ich liebe ihn. Ja, das ist das auch. Ich liebe ihn. Aber meine Mutter hat auch schon zu mir gesagt, wenn er dich so fertig macht, warum machst du nicht Schluss? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann halt nicht. Ich kann irgendwie nicht mit ihm Schluss machen. Ja, ich habe das gerade so salopp gesagt, bitte antworte nicht, ich liebe ihn. Weil mir das oft Frauen sagen, die sehr schlecht behandelt werden von ihren Männern. Und mich ärgert das immer so, diese Antwort. Weil ich immer denke, mein Gott nochmal, wie kann man denn das sagen, wenn man so am Boden liegt? Ich habe auch halt ein bisschen Angst, dass er dann handgreiflich wird. Bei mir, weil ich weiß ja nicht. Weil ich finde immer, dass natürlich will ich das nicht in Abrede stellen, wenn jemand sagt, ich liebe die Person auch immer noch. Aber ich finde, auf jeden Fall sollte die Liebe Risse bekommen haben, wenn man so behandelt wird von einem Menschen. Ja. Und man sollte nachdenklich werden. Und man sollte sich auch Gedanken machen über den anderen, nämlich, was ist das eigentlich für ein Mensch? Und was hat der für Werte? Was hat der für eine Haltung? Wie steht der zu mir und zu anderen Menschen, wenn der jemanden so behandelt, den er angeblich auch liebt? Ja. Weißt du, und alleine die Angst, dass dann noch etwas Schlimmeres passieren könnte, darf natürlich nicht der Grund sein, weswegen du bei ihm bleibst. Ja. Ich bin ja schon mal froh, dass du nicht mit ihm zusammen wohnst. Ja, das möchte ich auch erstmal nicht. Er hatte mich gefragt, ob ich vielleicht Lust hätte, mit ihm zusammenzuziehen. Da habe ich gesagt, nein, erstmal nicht. Das heißt, du hast den geschützten Raum deiner Familie. Genau. Mit deiner Mutter, du hast vom Bruder gerade gesprochen. Das ist ja schon mal alles sehr, sehr richtig und sehr wichtig. Ich finde, dass die Strategie sein muss, dass du dich von dem relativ schnell löst. Weil ich glaube, dass der dir nicht gut tut. Ja, das hat meine Mutter auch schon gesagt. Ja. Was sagt deine beste Freundin? Also meine beste Freundin, die hat das noch nie so wirklich mitbekommen. Echt? Hast du dir das nicht erzählt? Nee. Warum nicht? Weil ich kenne die haut dann zu. Verbal? Ja. Also die wird dann richtig auf ihn eindreschen, verbal. Genau. Und dich unter Druck setzen hier, Mensch, gib dem den Laufpass. So, wär die drauf dann? Ja, genau so. Ja, aber deine Mutter sagt das, die hat das ja auch schon gut mitbekommen. Und ich glaube, letztendlich empfindest du es ja auch so wie du es beschrieben hast. Du bist ja nicht ihm absolut versklavt, so hörst du dich nicht an, die völlig unkritisch ihm gegenübersteht. Was sagt er denn über seine... Wie alt ist er eigentlich? Er ist 21. 21. Was sagt er eigentlich über seine Gefühle zu dir? Ja, er sagt halt, er liebt mich. Und mehr ist auch nicht. Also, und kann man mit ihm diskutieren? Nach dem Motto, also wenn du mich liebst, so behandelt man ja nicht jemanden, den man liebt. Kann man mit ihm diskutieren oder macht er gleich dich dann? Ich diskutiere dann ab und zu mit ihm, aber er hört mir gar nicht zu. Er guckt dann zum Fernseher oder guckt in der Weltgeschichte rum. Also der ist kein Mensch zum Diskutieren. Ja. Also, Nathalie, ich sag's dir nochmal, ich finde, dass du von ihm weg solltest. Ja. Und wenn du wirklich reale Angst hast, dann sprich das mal mit deiner Mutter ab. Lebt dein Vater auch in der Familie? Ja. Ja, also dass du mit deinen Eltern mal über die Angst auch redest und mit deinem Bruder, dass man da auch mal gemeinsam vielleicht die eine oder andere Vorsichtsmaßnahme ergreift. Ich weiß es ja nicht, ob es schlimm werden könnte. Aber auf jeden Fall musst du da raus, aus der Beziehung, finde ich. Ja, das hat meine Mutter mir auch schon oft gesagt, dass ich da raus muss aus der Beziehung, weil das hat sowieso keinen Sinn mehr und das höre ich mir eigentlich fast jeden Tag an. Ja, entschuldige, dass ich es auch noch sage. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als das zu sagen, nach dem, was du mir erzählt hast. Ja, ich darf ja auch nicht alleine weggehen. Also wenn ich jetzt mit einer Freundin feiern gehen möchte, darf ich nicht. Das ist alles unglaublich, Nathalie. Und ich habe gestern so einen ähnlichen Fall hier gehabt. Da habe ich der Mädel gesagt, das sage ich dir jetzt auch, stell dir mal vor, das, was du mir gerade erzählt hast, hätte vor ein, zwei Jahren dir jemand erzählt. Dann wärst du genauso empört und hättest wahrscheinlich genauso reagiert wie ich. Ja. Ne? Zweifellos. Ich glaube, jeder Mensch mit einigermaßen gesundem Menschenverstand reagiert da so drauf. Ja. Du bist eine eigenständige Person über was reden wir da? Der hat ja nicht ein Recht, dich als seinen Besitz zu behandeln. Ja, das ist bei ihm halt,
Er sagte auch, er hat auch so seine Ex-Freundin behandelt. Ob das stimmt, kann ich, weiß ich ja, nicht. Ja, okay, da muss der junge Mann halt lernen, dass er so mit Frauen nicht umgehen kann. Wenn er jetzt wieder eine vor die Nase kriegt, in dem Sinne, dass du ihn verlässt. Ja, also am Anfang war er ganz normal halt, ne? Und ich finde, netter Junge, dann hat sich dann doch nachher anders ergeben. Ja, und ich finde auch, dass das auch so ihr jungen Mädels in dem Alter, dass ihr euch da auf keinen Fall drauf einlassen sollt. Ihr seid eigenständige Personen. Ihr seid absolut gleichberechtigte Menschen neben den Freunden. Und da gibt es aber auch gar nichts zu diskutieren. Und wenn die das nicht wahrhaben wollen, dann geht man. Schluss aus. Keine Konzessionen machen, gar nichts. Oder ich schlaf bei ihm, er sagt dann koch, mach das Zimmer sauber, saug, putz. Das sagt er zu dir? Ja, aber das tue ich dann nicht. Dann rufe ich meine Mama an und dann hole ich mich immer ab. Also, ich habe genug gehört, um nochmal klar zu unterstreichen, Nathalie, raus da aus der Beziehung. Ja. Ne? Und red nochmal eingehend mit deinen Eltern über deine Ängste auch, die du damit verbindest. Ja. Alles Gute wünsche ich. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, weiter geht es mit dem Bernd. Bernd ist 60 Jahre alt. Hallo, Bernd. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo, Bernd. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Um Einsamkeit. Du klingst aber viel jünger als 60. Von der Stimme her. Danke, danke schön, danke. Es geht um Einsamkeit. Um Einsamkeit. Das heißt, du bist einsam. Ich bin sehr einsam. Und zwar seit März letzten Jahres. Ja, was? Da ist meine Frau gestorben. Urplötzlich am Schlaganfall. War vorher kerngesund? Ganz kerngesund, wunderbar alles. Wie alt? Auch 60. Auch 60. Um 9 Uhr haben wir noch zusammen geredet und um 10:30 war sie im Tiefkoma und dann ist sie innerhalb von 11 Tagen gestorben. Das ist ja wirklich ganz aufgewacht. Ganz furchtbar. Wenn jemand kerngesund ist und dann so aus dem Leben rausgerissen wird. Ja, das habe ich auch nicht verkraftet. Das verkrafte ich jetzt immer noch nicht. Das war letztes Jahr im März, also das jährt sich dann jetzt bald. Ja, jährt sich bald. Mhm. Ja, hätte jetzt im Januar meinen 37. Hochzeitstag mit ihr gefeiert. Ja. Ist leider nicht mehr dazu gekommen. War das eine gute Ehe, die ihr geführt habt? Eine sehr gute Ehe. Eine schöne und glückliche Zeit. Ja, das hat komischerweise nie einer geglaubt. Warum? Sie haben uns vor 38 Jahren am 21. August kennengelernt, am 12. September haben wir uns verlobt. Och. Und am 28. Januar haben wir geheiratet. Ja, das ging mal flott. Oder haben alle gesagt, die müssen heiraten, da kommt was. Kam was? Und unser Sohn kam erst 14 Monate später zur Welt. Ah ja, es gibt Kinder. Ja, ein Sohn. Ein ja. Sohn. Wo ist der Sohn jetzt? Ja, der ist hier auch bei mir in der Stadt, aber... Gibt es keinen engen Kontakt? Nein, keinen guten Kontakt. Das heißt, der Sohn kann dir aus der Einsamkeit nicht heraushelfen? Nein, kann er gar nicht. Mhm. Also der ist mal für mich da. Und zwar, ich muss eins vorwegschieben, ich bin schwerbehindert. Ach so, was für eine Behinderung hast du? Ich habe zwei schwere Wirbelsäulenoperationen und die dritte ist so ausgeartet, dass ich jetzt vom Brustwirbel bis zum Lenden, bis zum Steißbein mit Titannägel und Schrauben versteift bin. Wie kam es denn zu diesen Operationen? Liegt da eine Erkrankung zugrunde? Nein, das war ein häuslicher Unfall. Ich bin aus der Badewanne ausgestiegen, mit dem Bein war ich draußen, mit dem Kopf war ich in der Badewanne. Ach. Und eine Dreiviertelstunde später hat mich meine Frau gefunden. Wann ist das passiert? Das ist vor 35 Jahren passiert. Ach, vor 35 Jahren. Das heißt, so lange schlägst du dich mit dieser, mit den Folgen dieses Unfalls herum? Sieben Jahre mit dem Stützkorsett rum und so weiter, musste an zwei Krücken gehen. Ach, verstehe. Dann wurde ich, wie gesagt, operiert, dann hat sich ein bisschen gebessert, dann wurde ich nochmal operiert. Und wie gesagt, das Endeffekt war eine sogenannte Spondylolisthese. Das ist eben diese Versteifung. Heißt das, dass du im Rollstuhl... Nein, ich gehe aber am Stock. Ach, du gehst am Stock, aber kannst dich oben eben nicht bewegen? Ich kann mich nicht bücken. Ich hab keine Schnürschuhe, ich habe nur Slipper. Mhm. Und wenn ich was mir zum Boden fällt, da habe ich so eine Zange, die ich nehmen kann und so weiter, um mir das hochzuheben. Das heißt, deine Frau, abgesehen davon, dass du sie sehr innig geliebt hast, wie du gerade geschildert hast... Die hat mich gepflegt. War auch wichtig für dich, rein im... Rein emotional gesehen. Ich bin mit 52 Jahren Erwerbsunfähigkeitsrentner geworden. Mhm. Was hast du früher vom Beruf gemacht? Ich war Verlagskaufmann. Ah ja. Und ich habe mehr Krankenhaus gesehen als meine Wohnung. Mhm. Ich
habe eine schwere Darmoperation gehabt. Mir wurden 85 cm vom Darm entfernt. Das auch noch. Dann eine Magenoperation. Da habe ich einen Magentumor gehabt. Ich habe einen halben fußballgroßen Bauch gehabt. Ach du, das kam alles zusammen. Alles in den Jahren seit unserer Ehe. Sozusagen. Ja, ja, es kam immer wieder. Ein Schlag nach dem anderen. Ja, ja, sind 5 Leistenbrüche. Und wenn ich das so sagen darf, du wirkst auf mich wie jemand, der alles andere ist, als so zurückgezogen zu Hause sitzt. Doch, nur. Nur. Und zwar, ich. Hast du keinen Freundeskreis? Nein, meine Frau und ich, wir waren nur auf uns beide fixiert. Ach so. Also ich musste auch manchmal geschäftlich 2 Tage verreisen oder was, aus Geschäftsgründen. Keine Verwandten, keine Freunde? Nein. Warum? Meine Frau ist vollweise, ich habe keine Eltern mehr. Ja gut, aber deshalb hätte man sich einen Freundeskreis aufbauen können. Nein, meine Frau ist sehr zurückgezogen dadurch, dass sie vollweise war und so weiter, nur in Heim und bei Pflegeeltern aufgewachsen. Mhm. Ich wollte sie mal aus der Reserve locken, habe ihr einen kleinen Rauerdackel gekauft und so. Mhm. Gut, da ist sie mal ein bisschen rausgekommen, aber wir waren nur auf uns beide fixiert. Also, das heißt, wenn man das jetzt ganz kritisch sieht, so das rächt sich jetzt, dass ihr euch so aufeinander zurückgezogen habt. Dass ihr nicht nach außen gegangen seid und habt euch um Freundschaften bemüht. Ja, so ist es, so ist es. Und jetzt ist deine Frau weg und du sitzt ganz alleine da. Mit dem Sohn gibt es keinen großartigen Kontakt? Nein, wir kommen mal einmal die Woche oder was, eventuell mal zweimal die Woche, aber manchmal auch zwei Wochen nicht. Warum ist der Kontakt? Warum ist der Kontakt nicht inniger zu dem Sohn? Er hat sein Leben und ich hab meins, wollen wir mal so sagen. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Ja, also das ist so, nicht so. Verstehe. Mhm. Ja, nun ist es bei was mir so. Was machst du den ganzen Tag? Ja, das ist es eben. Ich stehe auf, mache meine Morgentoilette, esse eine Scheibe Brot, setze mich morgens um 11 Uhr in den Fernseher und gucke bis nachts um 2 Uhr fern. Dann gehe ich nochmal ins Bad, mache mich frisch und gehe ins Bett und fertig. Und so ist mein Tagesablauf. Das klingt trostlos. Sehr trostlos und wie trostlos empfindest Leute du das? Leute sagen immer, Arbeit macht Stress. Nee, Einsamkeit macht auch Stress. Mhm. Wie trostlos empfindest du dein Leben? So trostlos, dass ich versuche, irgendwie an eine Tablette oder einen Tropfen zu kommen, die ich mal abends nehme, dass ich nicht mehr aufwache, dass ich einfach mal einschlafe. Ich weiß noch nicht, wie ich da rankommen soll. Ich habe Angst, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Ich habe Angst, mir einen Strick zu nehmen. Ich habe einen Elektrokocher, ich kann kein Gasherd anmachen, also und aus dem Fenster springen kann ich auch nicht. Ich wohne im zweiten Stock. Also hat sich das so zugespitzt in den letzten Monaten, dass du so wirklich ganz ernsthaft daran denkst, dir das Leben zu nehmen. Ja, aber ich habe nicht die Möglichkeit nicht den Mut, irgendwie an mich zu legen. Und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden kann oder was. Ich kann ja nicht zum Arzt gehen, gib mir jetzt eine Spritze oder was. Was hast du denn schon unternommen, um aus der Einsamkeit herauszukommen? Gar nichts. Ich kann ja nicht viel groß. Ich gehe gerade mal morgens zum... Ich vermute mal, dass du damit vertraut bist. Du wirst einen Computer haben. Nein, gar nicht. Ich hatte in der beruflichen Computer und da habe ich gesagt, ein Computer kommt mir privat nicht ins Haus. Warum? Meine Frau wollte immer, nun kauf dir doch einen Computer, da hast du was. Nee, sag ich. Denn der Computer ist ein Ehetöter. Ja, aber du hättest ja jetzt, nachdem deine Frau verstorben ist, vielleicht dir das überlegen können, weil das ist ja nun ein Draht zur Welt. Aber ein Draht zur Welt kostet Geld und meine Rente ist auch nicht so. Da war ich ja, wie gesagt, mit 52 Erwerbsunfähigkeitsrentner wurde. Mhm. Das heißt, du könntest dir einen Computer und einen Internetanschluss definitiv nicht leisten? Nein, könnte ich nicht. Also ich habe im Monat 450 Euro zum Leben. Verstehe. Und davon bezahle ich noch eine Putzfrau, weil ich brauche ja eine. Und ich komme da gerade so mit über die Runden. Also ich meine, da kommt ja die Miete ist da schon von abgezogen und so weiter. Aber ich meine, da kommt ja Versicherung noch und so weiter, Telefon und so. Okay, der Computer und das Internet, was ja immer ein sehr guter Multiplikator zu anderen Menschen ist mittlerweile, finde ich, wenn man sich das leisten kann. Gab es irgendwelche anderen Aktivitäten, dass du versucht hast, ein bisschen Land zu gewinnen? Ich dadurch durch meine Behinderung, und außerdem war ich vorher auch in der Schule vom Sport befreit und bin auch bundeswehrmäßig auf Lebenszeit untauglich gewesen, weil ich diverse Knochenbrüche hatte. Und deshalb habe ich mich sportlich nie betätigt. Mhm. Ja gut, sportlich, das geht ja auch nicht mit der Behinderung. Ja, aber auch vorher nicht. Mhm. Also ich meine nur. Mhm. Und
Ich meine, ich lese ein bisschen, ja, ich lese, ja, aber was soll's, lesen bildet zwar, aber... Mhm. Kannst du dich, du sagst, du gehst im Stock, das heißt, du kannst dich nach draußen schon bewegen. Ja, ich gehe morgens ans Bütchen und hole mir meine Zeitung und so weiter, ja. Aber das ist nur 3 Häuser entfernt. Könntest du denn auch dich, also, weiß ich, mit einem Bus irgendwo hinfahren, ging das? Nein, das schaffe ich nicht. Ich hatte zum Beispiel vor meinem Hausarzt mal eine Überweisung zu einem Facharzt. Mhm. Die musste ich ablehnen, weil ich das alleine nicht schaffe. Mhm. Das heißt, du bist auf einen kleinen Radius eingeschränkt in ein ganz geringen um dein Haus herum. Der also vielleicht ungefähr so vielleicht 100 Meter weit ist. Mhm. Mhm. Und jetzt im Winter komme ich sowieso nicht raus und so weiter. Also im Sommer sitze ich zwar auf einer Bank, aber die ist genau meiner Wohnung gegenüber. Also ich kann an der Bank sozusagen meine Gardinen sehen. Ne? Interessen, du hast gerade gesagt, mit Bücher lesen, Interessen sind auch nicht so da. Wir haben nachgelassen, weil ich bin total perspektivlos und ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Würde deine Frau dieses Vorhaben bejahen, dass du dir das Leben nimmst? Leben willst? Nein, um Gottes Willen. Ich habe es einmal versucht, während unserer Ehe. Das war aufgrund meiner Krankheiten. Ja. Na gut, das ist noch ein anderes Thema, dann während der Ehe. Ja. Wenn sie das jetzt beurteilen könnte, würde sie wollen, dass das du... Nein, auf keinen Fall. Also was würde sie dir jetzt wohl raten, wenn sie dir raten könnte? Dann wäre ich nicht so depressiv, wenn sie noch da wäre. Okay, sie ist nicht da, aber so, du kennst sie so gut. Was würde sie dir jetzt raten, wenn sie dir von oben, wo auch immer das sein mag, raten könnte? Das kann ich einfach nicht beantworten. Das kann ich nicht beantworten. Ist ja eine interessante Frage. Was würde deine Frau in der jetzigen Situation dir für einen Rat geben? Ja, halt dich zusammen und raff dich auf, aber wenn du die Kraft nicht mehr hast... Das ist nicht nur die körperliche Kraft, sondern die innere Kraft. Ja, das habe ich verstanden. Das heißt, ich meine, ich bin aufgrund meiner Krankheit, wo während unserer Ehe und bevor, wo meine Frau noch lebte, war ich 5 Jahre fast in psychiatrischer Behandlung. Ja, aber nur die Krankenkasse, irgendwann sagt die mal, die bezahlen wir nicht mehr. Verstehe. Die wurde dann zwar nochmal verlängert und nochmal um 12 Sitzungen verlängert und nochmal um 6 Sitzungen. Und dann sagt die Krankenkasse mal Schluss aus. Wenn du in Kontakt kämst mit Leuten, Würde dir das ein Trost, eine Hilfe darstellen? Ja, wie soll ich in Kontakt mit Leuten kommen, wenn ich nur in der Wohnung bin? Ich frage jetzt erstmal so. Ja. Nicht gleich wieder ein Gegenargument finden, sondern wenn es einen Kontakt gäbe, einen brieflichen Kontakt, vielleicht einen telefonischen Kontakt, wäre das für dich eine Hilfe, vielleicht eine Hoffnung? Ja, wann klingelt bei mir mal das Telefon? Ach Gott, oh Gott. Ich frage, wäre das eine Hilfe, eine Hoffnung? Ja, durch den Tod meiner Frau, da war mal die Pastorin, die hatte mir da mal so eine Dame hierher geschickt und so weiter, habe ich, oh Gott, gesagt, nee, die fing dann gleich an, also es kommt auch immer wieder Kontakt, das heißt, sie fing dann an gleich mit Kirche und kommen Sie doch mal in den Gemeindesaal, da singen wir und so. Okay, weiter. Wenn das nicht dein Fall ist, aber nee, also ich muss gleich vorausschicken, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Okay. Aber ich wiederhole jetzt nochmal die Frage. Wenn es jemand wäre, vielleicht, dass du einfach einen Gesprächspartner findest, den du vielleicht sogar ganz nett und interessant findest, wäre das für dich ein Hoffnungsschimmer? Das wäre eine Abwechslung für meinen blöden Alltagstrott, ja. Würde sicher deine Frau auch sagen, okay, nimm den Strohhalm und guck mal, was daraus wird. Ja, nur wie soll ich Kontakt finden, wenn ich keinen Kontakt suchen kann? Das ist es ja eben. Ich finde ja, Bernd, bei allem Respekt vor deiner Krankheit, da müssen wir gar nicht drüber reden, auch bei allem Respekt, wirklich großem Respekt vor auch deiner psychischen und seelischen Situation, dass das Leben ein so hohes Gut ist und dass man dass man alles, aber wirklich alles aktivieren sollte, bevor man endgültig entscheidet, ich will es nicht mehr. Ich habe irgendwie so einen Eindruck, ich kann es dir gar nicht begründen, dass da doch noch eine ganze Menge bei dir ist, was nur aktiviert werden müsste. Und ich glaube eben auch, wie du es gerade gesagt hast, und das finde ich auch eine wichtige Richtschnur, dass deine Frau das nicht würde wollen. Entschuldige bitte, wir kommen jetzt die Tränen. Weißt du, ich finde gut, dass du hier angerufen hast. Weil ich jetzt endlich mal jemanden habe, mit dem ich mal reden kann. Ich muss das einfach mal loswerden. Mhm. So, und jetzt mache ich mal was ich ab und zu nur mal mache. Aber das mache ich jetzt in deinem Fall wirklich sehr gerne, weil ich merke, dass die Situation ausweglos ist. Wenn jetzt jemand von unseren Zuschauern und Zuhörern gerne
mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Wenn der sagt, okay, denn ich finde den Bernd sympathisch und mich hat das auch angerührt, ich würde gerne mit dem mal telefonieren oder würde gerne mit dem schreiben. Sollen wir die Kontakte herstellen, wenn sich bei uns Leute melden? Ja, ich würde sagen, ja, oh Gott, warum? Wer soll es nicht versuchen? Ja, das finde ich ja. Ich kann nicht von vornherein sagen, nee, will ich. Ja, dann habe ich ja selber Schuld. Genau, das finde ich allerdings auch. Und ich bin sicher, wenn ich meine Zuschauer und Zuhörer erkenne, dass da eine ganze Menge kommen wird. Also Bernd, wir verbleiben jetzt mal so. Ja. Wir werden den Kontakt herstellen, wenn sich bei uns Leute melden. Wenn ihr Kontakt mit Bernd haben wollt, dann schreibt uns einfach an den WDR-Redaktion Domian 1 Live, Postfach 50600 Köln oder mailt uns und wir stellen den Kontakt her. Und das werden wir alles zu dir weiterreichen. Und dann gucken wir mal weiter und wir beide unterhalten uns mal in 6 Wochen nochmal, okay? Soll ich bei euch? Nee, da würden wir melden uns bei dir schon. Und irgendwie eine Tablette oder was gibt es nicht? Eine Tablette? Nein, die gibt es bei uns mit Sicherheit nicht. Nein, ich die bei euch nicht, aber. Da reden wir mal in 6 Wochen nochmal drüber. Wir wollen mal nochmal dem Leben eine Chance geben. Okay. Ja, Bernd, verbleiben wir so. Wir beide unterhalten uns in 6 Wochen. Wir melden uns bei dir. Ja. Alles Gute von Herzen und bis in 6 Wochen. Alles klar, da. Tschüss. Dankeschön für die Worte. Tschüss. Danke. Also nochmal, wenn ihr den Bernd schreiben wollt, wenn ihr Kontakt haben möchtet zu dem Bernd, telefonisch oder schriftlich, dann wendet euch bitte an uns per Mail oder schreibt uns ganz einfach. Einfach WDR, Domian kommt auch an, Postfach 50600 Köln und dann werden wir den Kontakt herstellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn da einiges an Resonanz käme. So, jetzt will ich euch aber unser Thema für morgen sagen. Morgen heißt unser Thema letzte Worte. Könnt ihr euch an besonders einprägsame letzte Worte erinnern? Zum Beispiel die letzten Worte bei einer Trennung oder die letzten Worte bei einer Kündigung oder die letzten Worte bei einem extrem schweren Streit, den ihr mit jemandem hattet. Oder natürlich auch, erinnert ihr euch an die letzten Worte eines Menschen auf dem Sterbebett, die sehr bewegend, sehr traurig oder auch sehr schockierend vielleicht für euch waren. Das ist unser Thema morgen. Letzte Worte. Könnt ihr euch an besonders einprägsame letzte Worte erinnern? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen. Ab 0 Uhr sind ja unsere Leitungen wie immer geschaltet. Oder ruft während der Sendung an oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Hier ist Steffi und Steffi ist 28 Jahre. Guten Morgen. Ach, Steffi hat aufgelegt. Steffi ist nicht da. Dann machen wir weiter mit dem Sebastian. Sebastian ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Sebastian, schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's bei dir? Es geht halt darum, dass ich mich vor sogar ein Jahr in meine beste Freundin verliebt habe. Du hast dich vor einem Jahr? Ja, genau. Vor einem Jahr in die beste Freundin verliebt? Circa vor einem Jahr nur. Ja. Wie lange ist denn die Freundin deine beste Freundin schon? 5 Jahre. Vor 5 Jahren habe ich sie kennengelernt und circa 4 Jahre sind ungefähr beste Freunde. Ja, wie alt ist sie? Sie ist 18. 18? Ja. Hast du sie aber sehr jung kennengelernt? Wie kommt das? Ja. Wie kommt das? Wie hast du sie kennengelernt? Also, ich bin damals mit der Bruder war mein bester Kumpel und wir sind halt zusammen in die Klasse gegangen. Ach so. Und dann hat er mich halt irgendwann. Genau, da hat mich irgendwann zu sich nach Hause genommen. Ah, verstehe. Ja, man hat sich halt ein paar Mal gesehen so. Ja. Und irgendwann habe ich mal vier Nächte nacheinander bei ihm gepennt. Ja. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, ja, und da hat sich dann halt peu à peu aufgebaut, die Freundschaft. Ja, das war dann aber wirklich alle Jahre nur eine Freundschaft, die so langsam gewachsen ist. Genau. Und jetzt vor einem Jahr ist irgendwas in dir passiert, dass du gemerkt hast, Mensch, ich bin irgendwie verknallt in sie. Ja. Warum? Was ist da passiert? Kannst du das erklären? Tja, also ich denke mal, also dieser Urknall, würde ich jetzt mal sagen, ja, kam ja mehr oder weniger von ihr. Also sie hat mich dazu so reingetrieben. Also es ging halt, dass ich damals viel mit Mädels zu tun hatte. Ich war halt ziemlich sturköpfig nach einer Freundin unterwegs, so Chat, bla bla bla. Ja. Hab da mal eine kennengelernt, hat fast zu einer festen Beziehung geführt, dann hat sie mich noch einen Kopf gegeben.
Ja, meine beste Freundin hat das immer mit Augusaugen verfolgt und immer das sich angeguckt und hat dann aber alles, was so ein bisschen gegen sie sprach, so alles so hochgepostet. Ja. Achso, was gegen die Mädels sprach? Genau, was... Hat sie besonders unter die Lupe genommen? Genau, genau. Ja. Und jedenfalls habe ich dann einen Druck gegeben, sie hat mich halt getröstet und so. Hm. Da hatte ich auf einmal drei Mädels am Haken also kennengelernt und so. Hm. Und da hat sie gesagt, Mensch, du mit deinem Weibern, kannst du einfach mal warten auf der Rische und so? Also so viele, das passt gar nicht zu dir, und ich bin aufgeregt. Und dann kommt der Knaller, wir waren zusammen auf einer Grillparty an der Elbe. Ja. Und jedenfalls habe ich dann ihre beste Freundin noch kennengelernt und habe dann auch gesagt, gefällt mir. Und dann bin ich drauf umgegangen und gesagt, hör mal zu mir und so und so, kannst du mir mal die Handynummer besorgen. Und da hat sie gesagt, du musst Sebastian, du musst versuchen, ein bisschen deutlicher zu sprechen, sonst verstehe ich es nicht. Ja, das sagen wir viel, das ist bestimmt die Aufregung. So. Das ist die Aufregung und der Dialekt, ein bisschen langsamer, dann kommen wir schon zur Potte. Okay, also ich habe bisher herausgehört, dass du da auf Frauensuche warst und deine beste Freundin immer wieder irgendein Haar in der Suppe gefunden hat. Genau. Kann man das interpretieren als Eifersucht? Das habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt. Also ich habe das schon so gesagt, wie gesagt, auf dieser Grillparty, wo ich dann nach der Handynummer ihrer besten Freundin gefragt habe, hat sie dann gemeint, naja, ich kann sie mal fragen, ob du hast eh keine Chance bei der. Ich so, okay. Also auf die beste Freundin von deiner besten Freundin. Genau. Ja. Und dann hat sie dort ihr erzählt, ich würde sie süß finden und ich würde auch mehr wollen. So. Und da hat mir dann in Nachhinein gesagt, das wird nichts. Dann habe ich mich gewundert, da habe ich gesagt, Luise, du, ich wollte doch einfach nur die Handynummer und nie mehr. Ja. Ich wollte einfach mal gucken, ob man sich gut nett kennenlernen kann. Ja. Und da hat mich in dem Moment habe ich gemerkt, irgendwie ist da irgendwas. Irgendwie bremst sie das ab, dass du in Kontakt mit anderen Frauen kommst. Genau, sie hat da was ab. So, Sebastian, das ist ja ein ganzes Jahr her, dass du das bemerkt hast. Was ist denn jetzt so im Laufe dieses Jahres passiert? Also eigentlich ziemlich viel. Es ist ich habe das dann ein bisschen mitgekriegt und so und ging dann halt los mit ihrem Geburtstag, habe ja dann halt ein Geschenk gemacht, so, weil ich mich da ziemlich gut auskenne. Hat sich riesig gefreut und so. Aber es ist in diesem Jahr hat keine auch nicht ansatzweise irgendeine Annäherung stattgefunden? Nee, nie direkt. Also es gab halt, ja, normal dieses Hallo sagen mit Umarm und so. Und ja. Halt das so. Und aber viel Komplimente. Also seitdem durch halt geflossen, viel Komplimente. Zum Beispiel, ich hatte ein Bewerbungsgespräch, habe sie dann abgeholt, damit sie am Döner essen wollen, war noch in meinem Anzug. Und dann guckt sie mir auf meinen Po und sage, du hast einen ziemlich geilen Arsch. Und das hat sie nie gemacht. Oh, oh lala, das ist aber schon ein heißes Kompliment, ne? Ja, ne? Und das kam einfach mal so spontan daher. Also Sebastian, pass mal auf. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, die Karten, die du hast. Und klingt, ich weiß, das haben wir auch schon viel gehört. Ja, dann wag doch jetzt mal den Schritt nach vorne. Mehr als einen Korb kannst du dir auch nicht holen. Na klar. Also so, und wenn es dann nicht funktioniert, dann kannst du ja sehen, ob du dich wieder so zurückschrauben kannst auf die Ebene der Freundschaft. Aber da dich das ja nun ein ganzes Jahr schon beschäftigt und du ja radadoll bist, wie ich schon höre, versuch es doch mal. Es klingt wirklich nicht schlecht. Vielleicht traut sie sich genauso wenig, wie du dich traust. Morgen ruft sie hier an und sagt, Mensch, ich bin in Sebastian verliebt und traue mich nicht. Das wäre natürlich sehr lustig. Das wäre natürlich sehr lustig. Ja, also, ich würde es an deiner Stelle versuchen. Versuch es. Sprich es an. Also jetzt bricht das Eis, bricht die Tabus und versuch es. Ja, das Problem ist halt, was ich jetzt noch ihren Kollegen nie weiß, ich werde nicht so weit ausführen. Da spielt halt ein krankheitsmäßig da was dahinter. Ich habe kein Wort verstanden. Also, was ich ihren Kollegen noch nicht gesagt habe, da spielt halt vergangenheitsmäßig was dahinter. Weil ich habe dort sozusagen meine neue Familie Ich habe so nicht verstanden, dass du ihren Kollegen nicht zugesagt hast? Nee, also es geht darum, dass die Vergangenheit, meine persönliche Vergangenheit, spielt damit eine Rolle, weil ich habe Angst, wenn ich das sage und so, und es sollte nie so sein, kann ja sein, dass ich da viel verliere, weil ich habe dort ziemlich viel familiäres Verhältnis kennengelernt, was ich halt vorher nicht so habe durch Hintergrundgeschichte, Vergangenheit und so. Und ich verstehe jetzt im Moment nur Bahnhof, Sebastian. Ich hatte die Vergangenheit. Also. Aber deine Freundin weiß um deine Vergangenheit? Ja, auf jeden Fall. Also klar. So, und was kann passieren, wenn du näher an sie rangehst? Was hat das mit deiner Vergangenheit dann zu tun?
ich habe Angst, dass dort dann zum Bruch reinkommt, auch mit der Familie, weil, wie gesagt, die nehmen es dort auf, als wäre es ihr eigener Sohn. Ich verstehe. Genau. Ja, klar, Sebastian, vielleicht hat das gewisse Risiken. Na klar. Dennoch würde ich es, wenn das Gefühl so stark ist, würde ich es versuchen. Mhm. Und ihr kennt euch so lange, vielleicht könnt ihr beiden das auch dann wieder so hinbiegen, dass das gar kein anderer so mitbekommen hat, wenn es nicht klappen sollte. Mhm. Ich würde es versuchen. Lange Rede, kurzer Sinn, versuch es. Ja? Einfach nach alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Toi, tschüss. Und viel Glück für deine Sendung, war echt cool. Dankeschön, Sebastian, vielen Dank, sehr nett von danke. Dir. Tschüss. Tschüss. Steffi ist hier, 28. Steffi? Hallo, Domi. Ja, Steffi, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Danke sehr. Steffi, um was geht's denn? Es geht darum, dass ich seit 4 Jahren in einer völlig kranken Beziehung lebe oder in einer Nicht-Beziehung lebe, um genau zu sein. Was macht diese Beziehung denn krank oder was ist es, dass du sagst, es ist eine Nicht-Beziehung? Es macht das aus, dass ich vor 4 Jahren mit diesem Mann 1,5 Jahre zusammen war und das hat sich geäußert in einer absoluten Katastrophe. Was warst du zusammen mit dem? 1,5 Jahre. Du warst 4 Jahre mit diesem Mann zusammen? Nein, ich war 1,5 Jahre mit diesem Mann zusammen und wir haben uns, oder ich habe mich dann von ihm getrennt. Ach so, von dem Vorgänger? Und es war eine Katastrophe. Nein, nicht von dem Vorgänger. Dann habe ich jetzt nicht. Also wir fangen vorne an. Moment, wir fangen vorne an. Also du führst seit 4 Jahren eine ziemlich schlechte Beziehung, sagen wir es mal so. Okay, wenn du alles miteinander zusammenhängen möchtest, reden wir über 5,5 Jahre. Okay. So, jetzt erzähl mir, was in dieser Beziehung falsch ist und was da schlimm ist. In dieser Beziehung ist falsch, dass wir 1,5 Jahre zusammen waren, um uns gegenseitig zu beweisen, dass es eine absolute Katastrophe ist. Also sprich, wir haben uns gestritten, wir haben uns nicht geprügelt, aber wir haben uns am Kragen geschnappt. Sagen wir mal so höflich. Und, die ersten 1,5 Jahre. Ganz genau. Mhm. Und warum? Weil wir zu impulsiv waren. Habt ihr euch dann ein bisschen gemocht zumindest? Wir haben uns geliebt, bis aufs Letzte, um genau zu sein. Achso, Sie haben sich gestritten und geliebt. Ganz genau. Okay, was ich liebe, das neckt sich sozusagen. Ja. Okay, das waren die ersten 1,5 Jahre. Dann kamen aber 4 weitere Jahre. Dann habe ich mich getrennt von diesem Mann. Mhm. Um mich zu retten, einfach, ja. Weil ich wusste, wir sind beide nur noch 2 Zentimeter groß mit Hut. Ja. Und ja, dann habe ich mich von diesem Mann getrennt, um uns beiden was Gutes zu tun, sozusagen. Ja. Aber ich habe es nicht getan, weil ich diesen Mann nicht lieb. Gewiss nicht. So, da hast du dich getrennt von diesem Mann. Und was ist dann in den letzten 4 Jahren passiert? Es war eigentlich fast perfekt. Es ist nur das, dass ich mittlerweile nur noch die Liebhaberin bin. Du bist mit diesem Mann dennoch zusammen, oder was? Was heißt zusammen? Ich also wir reden auch weiter über diesen Mann? Ja, wir reden über denselben Mann. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also ihr wart damals 1,5 Jahre richtig zusammen, ihr habt euch wie die Kesselflicker gekloppt und es war trotzdem auch eine tolle Liebe. Seid dann auseinandergegangen und jetzt hast du quasi 4 Jahre mit deinem Ex irgendeine Beziehung. Ganz genau. So, jetzt haben wir es kapiert. Und er hat eine neue Freundin. Richtig. Mann, jetzt haben wir es aber richtig kapiert endlich. So, und dann läuft das jetzt seit 4 Jahren irgendwie so eine komische Affäre zwischen dir und dem. Ja, ganz genau. Das mit dem komisch hast du richtig beschrieben. Liebst du den noch? Ja, leider. Er dich auch? Ich kann es nicht beurteilen, ganz ehrlich. Ich bin kein Mann. Aha. Ist das hauptsächlich Sex? Jein, nee. Er ist auch für mich da, wenn es Knall auf Fall geht. Also er ist immer für mich da. Mhm. Aber er hat eine Freundin. Er hat eine Freundin und mit der wohnt er auch zusammen. Und wie lange schon? Seit einem halben Jahr jetzt. Achso, und vorher keine?
Und zuvor war er mit ihr zusammen, bevor er mit ihr zusammen gewohnt hat, natürlich 3 Jahre. Ach so. Diese 4 Jahre hervorragend aus. Wie äußert er sich denn? Was sagt er denn, was du für ihn bist? Also im Prinzip ist es ja eine klassische. Sag du erstmal, wie äußert er sich? Ich bin seine beste Freundin. Mit der man auch ab und zu mal ins Bett steigt. Ja, ganz genau. Das ist für ihn halt eine nette Beiläufigkeit, sage ich jetzt mal. Ja. Weiß seine Freundin von dir? Nee. Nein. Das ist alles ganz geheim. Nein. Eure Beziehung. Ich kenne sie und ich habe sie auch schon getroffen. Und okay, die Beziehung läuft ganz geheim, die ihr führt. Ja, ja. Ganz genau. Mhm. Was würdest du denn gerne? Ich hätte ihn irgendwo ganz gerne zurück, aber unter diesen Voraussetzungen ist es natürlich unmöglich, das ist mir auch klar. Darf ich genau einfach mal eine Prognose sagen? Vergiss es. Okay. Vergiss es. Wenn das Spielchen jetzt so viele Jahre gelaufen ist, er sogar seit 3 Jahren eine Freundin hat, kannst du das dir abschminken, dass du diesen Mann nochmal... Also werde ich die Mätresse bleiben. Ja, das hört sich so wirklich so an. Mhm. Du bist die Mätresse, gut formuliert, ja. Mhm. Okay, alles klar. Ja. Mehr oder weniger, das wollte ich hören. Ja, aber wichtig ist ja für dich, ob du aus dieser Einsicht, wenn es denn auch deine Einsicht ist, welche Konsequenz du daraus ziehst. Es ist nicht ganz meine Einsicht, aber ich habe eine Konsequenz draus zu ziehen. Da hast du recht. Eigentlich schon, weil du sonst leidest. Ganz genau. Mhm. Ich leide schon viel zu lang drunter. Das glaube ich auch, Steffi. Und ich bin kein Kind von Traurigkeit, das sein Leben in Gulli wirft zu einem Mann. Das tue ich auch nicht. Aber das ist ein gutes Wort. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich wirklich nur die Mätresse bin. Und was du sagst, okay. Also aufgrund der wenigen Fakten. Schmiert's mir aufs Brot, um genau zu sein. Ja, also aufgrund der wenigen Fakten, die du mir gesagt hast, aber die waren schon hart, diese Fakten, würde ich das schon so sehen, ja? Würde ich sagen. Okay. Wollen wir das Gespräch beenden? Naja, ich weiß auch nicht. Also du siehst da... Ja, wenn... Ich meine, du bist ein Mann. Also von dem her siehst du es am realistischsten. Ja, und wenn das so, seit so vielen Jahren so läuft und er sich so äußert auch... Ich meine, er ist unglaublich gern bei mir und ich sehe ihn 7 Tage die Woche und ich meine... Aber er tauscht dich nicht ein mit seiner Freundin. Das tut er nicht. Nee, das tut er nicht. Und aber das ist er auch bei weitem nicht so gut wie mich. Bitte? Er kennt sie bei weitem auch nicht so gut wie mich. Ja, es ist eine unglückliche und ungesunde Konstellation, glaube ich, in der du da hängst, die dich sicher auch sehr hemmt in meinem eigenen Leben, ja. Absolut. Ja. Und das ist, finde ich schlecht für dich. Und deswegen solltest du da einen scharfen Blick auf alles werfen und vielleicht auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen, Steffi. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Herzlichen Dank. Von Herzen. Tschüss. Schönen Abend dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Nils ist hier. Nils ist 18. Hallo Nils. Hallo Domian. Hallo Nils. Was ist los? Mein Papa hat vor ein paar Tagen Selbstmord begangen. Hallo? Ja, ich höre. Vor ein paar Tagen sagst du. Am Montag. Am Montag. Was hat er gemacht? Er hat sich aufgehangen. Bei euch in der Wohnung? Nee, zum Glück nicht. Wo hat er es gemacht? Mein Papa war in der Freiwilligen Feuerwehr und da hat er sich in der Bar aufgehangen. Bei der Feuerwehr? Ja. Und Kollegen von ihm haben ihn dann gefunden? Meine 13-jährige Schwester hat ihn gefunden. Deine 13-jährige Schwester? Ja. Wie kam das, dass sie ist dann zur Feuerwehr in diesen Barraum gegangen? Nee, wir haben uns am Montag noch vielleicht gedacht, weil meine Mutter arbeitet nachts und die hat sich dann auch nochmal mit dem unterhalten. Und der hatte Ende letzten Jahres hat er einen Bandscheibenvorfall gekriegt und deswegen war der dann ein bisschen nachtaktiv geworden, weil meine Mutter halt nachts arbeiten musste. Mhm.
Und dann sagt er noch zu ihr, er wollte zur Krankengymnastik gehen und danach wollte er zur Arbeit. Mhm. Und dann wollte meine Mutter ihn am nächsten Tag wecken und er war weg. Da hat sich ja erstmal nichts bei gedacht. Mhm. Und ja, dann irgendwann versucht anzurufen, SMS geschrieben, alles und nie drangegangen, keine Reaktion. Mhm. Und dann so langsam Sorgen gemacht, aber vielleicht gedacht, ja, vielleicht mal irgendwie ein paar Tage abschalten. Ja. Oder sonst was. Ja. Ja, aber dann immer noch nichts gehört und abends auch nicht nach Hause gekommen. Ja, und dann waren wir auch auf, dann war ich mit meinem Bruder bei uns im Ort, war Rosenmontagsdisco und da waren wir dann. Mhm. Und da haben wir uns auch die ganze Zeit Sorgen gemacht, auch ein paar Mal immer mal angerufen, ob er wieder aufgetaucht ist, aber war auch nicht der Fall. Mhm. Und es hatte auch keiner was gehört. Ich habe auch noch andere Leute gefragt und die wussten auch nicht, wo er war. Ja, und dann so. Dienstag. Und dann deine 13-jährige Schwester, wie kam das, dass die dann dahin gegangen ist? Meine Mutter ist dann Dienstag zur Polizei gegangen und hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben und dann kam irgendwie die Idee, dass er vielleicht noch Feuerwehr wäre. Mhm. Und dann haben sie bei einem anderen Feuerwehrkollegen den Schlüssel geholt, sind da reingegangen. Dann haben sie den gefunden. Meine Mutter ist da erst noch auf Toilette gegangen, mein Bruder in den anderen Raum und meine Schwester rechts in den Aufenthaltsraum. Ach so. Und die Tür von der Bar, die war verschlossen. Ich verstehe, ich ahne schon. Und dann ist er da reingegangen. Dann hat deine kleine angefangen zu schreien. Dann hat deine kleine Schwester diesen Anblick ertragen müssen. Meine Mutter ist dann auch erst gar nicht mehr da reingegangen, die wollte das dann gar nicht mehr sehen. Die wusste dann sofort, was los war. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid für dich und deine Familie, Nils. Das ist ein sehr schlimmer Schlag. Das Schlimme ist, ich habe 7 Geschwister und... 7 Geschwister. Wie alt ist dein Papa geworden? 49, der wäre im April 50 geboren. Ja. Hast du eine Ahnung oder deine Mutter, warum er das getan hat und hat euch alle alleine gelassen? Wir haben überhaupt keine Ahnung. Es gibt auch keinen Abschiedsbrief, überhaupt nichts. Und es gab auch gar keine Anzeichen. Da war auf Sonntagabend noch alles total super gewesen. Er noch normal mit uns unterhalten, mit ihm gelacht. Der hat immer so coole Witze gerissen und so. Und das war alles ganz normal. Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt. Gar nichts. Gar nichts. Nee, es gibt nur ein paar Spekulationen, aber... Wie sehen die aus, die Spekulationen? Ja, meine Oma sagte zum Beispiel, dass sie glaubt, dass er vielleicht irgendwas Schlimmeres hatte und er uns das nicht sagen wollte und dass er daran vielleicht sowieso gestorben wäre und dass das deswegen gemacht hätte. Ach so, dass es nicht nur ein Bandscheibenvorfall war, sondern irgendwas anderes. Ja. Das könnte man ja auch im Nachhinein jetzt auch noch rauskriegen, ob das so wäre. Ja, aber das möchte meine Mutter nicht so gerne, weil dann müsste der obduziert werden. Nils, wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Das war sehr gut. Also eine enge Bindung und ein vertrauensvolles Verhältnis hattet ihr beiden miteinander? Ja. Wie viel? Du hast 7 Geschwister. Bist du so mittendrin vom Alter? Ich bin der Drittälteste. Der Drittälteste. Und wie alt ist das jüngste Kind? 7. 7 Jahre alt. Wie geht denn jetzt die Familie mit diesem schrecklichen Unglück um? Ja, wir haben von allen Seiten Hilfsangeboten gekriegt und wir haben auch viel Besuch gehabt seit gestern. Viele Verwandte, Freunde. Ja. Und was sagt deine Mutter? Wie geht es deiner Mutter? Die versucht ruhig zu bleiben. Ja, im Grunde steht die ganze Familie jetzt unter einem Schock. Es ist erst ein paar Tage. Wisst ihr das ja erst? Ja, seit gestern. Eben. Ja, gestern genau. Seit gestern, ja. Hast du deinen Vater gesehen nochmal? Ich bin heute Nachmittag mit meiner Cousine, mit meiner Schwester, mit meiner Oma und mit meiner Mutter in der Leichenhalle gefahren. Da bin ich fast zusammengebrochen. Du hast ihn gesehen. Ja.
Ich glaube, dass das natürlich ganz, ganz schlimm ist. Aber ich glaube, dass du es richtig gemacht hast und bist dorthin gefahren. Ich glaube, ich gehe auch nochmal dahin. Mhm. Weil wenn ich nicht nochmal sehe, dann sehe ich ihn nie wieder. Hat dich sein Gesichtsausdruck erschreckt oder liegt er da so, als würde er schlafen? Der hatte seine Hände zusammengefaltet und seine Brille auf. Und der sah aus, als wenn er schlafen würde, als wenn er im nächsten Moment sich bewegen würde, Zigarette an oder sonst was. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, dass du da nochmal hingehen möchtest, mach das unbedingt. Vielleicht machst du es sogar alleine, wenn du das kannst und möchtest. Dass du auf diese Art und Weise Abschied nehmen kannst. Nutze das unbedingt, auch wenn das vielleicht auch dann sehr traurig ist, aber... Dann habe ich noch über die Schulter gestreichelt. Aber so am Körper anfassen, so wollte ich nicht mehr. Hätte ich, glaube ich, nicht geschafft, dann wäre ich umgefallen. Habt ihr denn jetzt in der Familie sehr viel schon gesprochen? Oder könnt ihr gar nicht sprechen, weil ihr so entsetzt seid? Es geht. Also, gestern am Mittag, nachdem ich das erfahren habe, bin ich erstmal stundenlang spazieren gegangen. Und heute Morgen bin ich auch in den Jugendtreff gegangen, wo ich immer hingehe. Und da habe ich auch mit denen auch gesprochen. Ja. Heute Nachmittag, nachdem ich in der Leichenhalle war, da wollte ich auch nicht nach Hause. Da bin ich nach der Freundin gefahren. Nach der Freundin? Ja. Du hast eine Freundin? Nein, eine Freundin. Eine Freundin. Eine Freundin von mir. Das heißt, da sind schon... Immer noch sehr nett zu mir. Ja. Das heißt, da sind schon eine ganze Menge Leute um dich rum, mit denen du sprechen kannst. Ja. Weißt du, Nils, das ist ein unfassbares Unglück. Und die Trauer und den Schmerz, den du jetzt im Moment empfindest, den kann keiner so nachempfinden. Und das ist auch völlig normal, wenn du weinst. Weine, wenn dir danach zumute ist. Aber versuche wirklich, wenn du Freunde hast, dass du mit Freunden drüber sprichst. Das ist, glaube ich, die einzige Art und Form, dass man ein wenig Erleichterung bekommt, wenn man so traurig ist. Das ist so traurig, was jetzt passiert ist. Wann ist denn die Beerdigung? Am Samstag. Hast du Angst davor? Bitte? Hast du Angst davor? Ich kann mir schon vorstellen, wie schrecklich das wird. Und nächste Woche hat meine Mutter und ein kleinerer Bruder von mir Geburtstag. Wie ist das denn jetzt in der Familie? Ich vermute mal, dass ihr auch nicht so sehr viel, vielleicht auch nicht so sehr viel Geld habt. Ich weiß es nicht. Ist das geregelt jetzt erstmal? Nee. Auch nicht? Nee, ist gar nichts geregelt. Das heißt, zu dem persönlichen Schmerz kommen jetzt auch noch die Sorgen, wie wird es finanziell weitergehen? Ja. Meine Mutter ist jetzt auch die Einzige hier im Haus, die einen Führerschein hat und das ist auch voll schlimm. Dein ganz kleines Geschwister, eine Schwester oder Bruder, wie erlebt der das denn oder die? Ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Die war gestern am Tag bei Verwandten und ist gestern Abend nach Hause gekommen und vorher wusste sie das gar nicht und seitdem hat die ganz, ganz viel geweint. Lieber Nils, meine Sendung ist jetzt gleich rum. Wenn du möchtest, rufen wir dich aber gleich nochmal an. Ja, okay. Dann können wir noch ein bisschen reden. Ja. Ich sag dir nochmal, dass mir das unfassbar leid tut. Ja. Und geh du nochmal zu ihm, wenn dir das Bedürfnis danach steht. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall noch. Ja, mach das. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Mein Beileid und viel Kraft und alles Gute wünsche ich. Ich bedanke mich bei dir. Und du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Gero Kuntermann. Morgen heißt unser Thema Letzte Worte. Ich möchte gerne mit euch über einprägsame letzte Worte reden, an die ihr euch erinnern könnt bei einer Trennung, beim Streit, beim Kündigungsgespräch oder vielleicht auch Worte eines Menschen, die auf dem Sterbebett gesprochen worden sind und die sehr einprägsam waren.